Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Profi-Amateure. Es handelt sich heute um ein Projektvideo und zwar haben wir hier diesen Feigenbaum eingepflanzt. Den haben wir jetzt schon seit Jahren im Kübel und im Winter immer ins Haus geholt und das hat mich einfach nur noch genervt, weil der immer schwerer wurde. Ja, und deswegen habe ich gedacht, andere haben den auch im Garten oder haben Feigen im Garten, warum nicht ich auch? Deswegen haben wir einfach mal uns überlegt, den Feigenbaum hier einzupflanzen und wir schauen jetzt einfach mal, ob er den Winter, also nächsten Winter, überleben wird oder nicht. So, ich habe jetzt das Loch ausgehoben. Ich werde dann mal schauen, ob schon reicht, aber ich denke, vielleicht noch ein bisschen im Durchmesser vergrößern. Ich hatte nur Glück, dass es hier alles aufgeschüttete Erde war, also alles schöner Mutterboden. Kein Lehm, keine viele Steine. Ja, ich werde jetzt aber erstmal die Feige holen. Das ist das gute Bäumchen. Das war jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir das schon haben, in diesem Topf. Und ich denke, es ist jetzt mal Zeit, um auszuprobieren, ob die auch im Freien überleben. Also, kleine Feigchen sind schon dran und die Knospen sprießen auch schon. Gut, also ich versuche das jetzt erstmal aus dem Topf zu kriegen. So, probieren wir mein Glück. Den auch nicht kaputt machen. Ja, ihr könnt ja eure Erfahrungen einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Feigenbäume im Freiland erfolgreich überwintern konntet. Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gespannt sein solltet, wie sich der Baum entwickelt, abonniert unbedingt den Kanal. Und bis zum nächsten Mal, euer Alex von den Profi-Amateuren.